Damit ist in den Augen seiner Gläubigen das Siegel der Offenbarung. Er war Filter, er war aber vor allem Gesetzgeber. Und der Koran ist im ganz wesentlichen Teil ein gesetzgeberisches Buch, wo alle Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens geregelt sind. Der Islam war von Anfang an eine zutiefst politische Religion. Und dadurch unterscheidet er sich vom Christentum. Denn die frühen Christen hatten kein Staatskonzept. Entgegen vielen Behauptungen war die Bergpredigt kein politisches Programm, sondern ein Heilsweg. Die Urchristen lebten in der freudigen Erwartung des jüngsten Gerichts. Und die Korangelehrten, die Ulama, erklären das immer wieder in den Gesprächen, die sie mit Christen führen. Sie verweisen auf Zitate aus dem Neuen Testament. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und der Islam ist nun ganz anders, ganz früh.